Lange nicht gesehen, Chrisom. Siehst gut aus. Wo ist er hin? Er meint, er geht durch den Wald. Willst du ihm hinterher? Ich übe für meinen Bruder Twain Blutrache. Wie es mein Ehrenkodex von mir verlangt. Ja, ist doch klar. Aber sei auf der Hut, der Junge ist stark. Gott wird mich beschützen. Gott? Und ich dachte schon, das Böse. Was macht ihr überhaupt hier? Ihr habt doch nicht etwa den Pakt vergessen. Schleicht euch bei Sydney ein und versucht etwas über den Schlüssel in Erfahrung zu bringen. Ja, ja, ich weiß. Es ist nur, irgendwas macht mich bei Sydney stutzig. Was meint ihr? Egal wohin er geht, trifft er auf starke Monster. Ist nicht weiter schlimm, er macht sie ja eh alle platt. Sag bloß, ein Aasfresser wie ihr habt es mit der Angst bekommen. Schwachsinn. Aasfresser sind immer sehr wachsam. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass Sydney persönlich die Monster heraufbeschwört. Eine interessante Theorie. Sogar für Sydney wären sie zu stark. Nein, darauf wollte ich nicht hinaus. Ich glaube, er passt sie seiner eigenen Stärke an. Was meint ihr? Ein bisschen schwer von Begriff heute, wie? Was ich sagen will ist, dass Sydney womöglich absichtlich den Verseuchungsgrad erhöht. Mit welcher Absicht? Wenn ich das wüsste... Immer den Schneeinsekten hinterher, Grinsom. Sie mögen das Böse. Er will doch nicht etwa... Es gibt übrigens Käsebrot. Denn Käsebrot ist ein gutes Brot. Ich mach den Ton aus, damit er mir nicht mehr beim Essen nur zuhören müsst. Ach Mensch, hört doch mal auf zu labern. Wo kommen nur all die Schneefliegen her?
So, das ist der Erddrache. Ziemlich fieses Teil. Macht auch viel Aua. Ich mach mich mal stark. Mal gucken, ob das hilft. Nee, hilft alles nix. Mal was gucken. Hab eh nicht die passende Waffe dabei. Ich habe auch ein fieses Vieh. Ich probiere mal das. Kann eh keine Waffe montieren. Ach, wird doch nie was. Probieren wir es mal so. Packen wir mal Luft auf die Waffe. Ah, jetzt machen wir Schaden. Jetzt müssen wir noch treffen. Immer schön nah am Körper bleiben, damit er seinen komischen Atem nicht machen kann. Ganz wichtig. Der Schwanzschlag ist schon schlimm genug. Ich könnte ja auch mal versuchen, den zurückzuschleudern. Muss ich nicht vollständig heilen? Aber du musst da eigentlich gut Schaden machen. Deflektor, genau. 40% wirft er zurück. Thank you.
ja, immer dieser Risk-Meter, der ist schrecklich. Macht das Spiel natürlich auch sehr interessant, aber... man will den Gegner ja auch treffen. Macht gut Schaden, kann man nichts sagen. Wenn es mal trifft. Wie 50, sehr gut. Kann er nicht mehr so lang. Schaden zurückgeschmissen. Mann, wie fällt der denn aus?